Neues aus dem Zoo Heidelberg. Der Sumatra-Tiger Asim hat Besuch bekommen. Die einjährige Tigerdame Tila aus dem britischen Zoo Chester ist gut in Heidelberg angekommen und lebt nun im selben Gehege. Für den Anfang sind die beiden aber noch voneinander getrennt. Tila muss sich erst an die vielen neuen Eindrücke gewöhnen. Riechen und hören können sich Tila und Asim aber jetzt schon. Und die beiden zeigen mit einem ganz besonderen Schnauben, dem sogenannten Pruscheln, dass sie sich gerne mögen. Im Moment hält sich Tila noch im Innengehege und im Spielzimmer auf. Demnächst geht sie dann auf Erkundungstour im Außengehege. Und weil Tila sich in ihrer neuen Umgebung so wohl fühlt und auch Asim sehr positiv auf sie reagiert, sind beide sicher bald reif für ein erstes Date. Mit Asim und Tila möchte der Zoo Heidelberg einen Beitrag zum Erhalt der seltenen Tierart der Sumatra-Tiger beitragen, die in ihren Heimatgebieten stark bedroht sind. Die Elefantenjungbullen im Zoo Heidelberg leben auf ganz besondere Art und Weise zusammen, in einer Wohngemeinschaft. Der Zoo hält derzeit die einzige Gruppe junger Elefantenbullen in Deutschland. Und das hat einen bestimmten Grund. Männliche Elefanten werden, ob in freier Wildbahn oder im Zoo, im Alter von etwa 4 bis 5 Jahren aus ihrer Geburtsgruppe herausgedrängt. In diesem Alter sind sie aber noch zu jung, um von den Kühen als Zuchtpartner akzeptiert zu werden. Damit die jungen Bullen in der Zwischenzeit in einer natürlichen Sozialstruktur aufwachsen können, leben sie für einige Jahre im Zoo Heidelberg. Wie in freier Wildbahn auch, lernen die jungen männlichen Elefanten so das Verhalten in der Gruppe. Dieses Konzept passt nicht nur perfekt in die Studentenstadt Heidelberg, es ist auch noch von Erfolg gekrönt. Das belegt die nun abgeschlossene Sozialstudie der Elefantengruppe von Susanne Hambrecht. Die Studentin hatte die Gelegenheit, die Elefanten für ihre Diplomarbeit näher zu beobachten. Und sie kommt zu dem Ergebnis, die Gruppe hält fest zusammen, Aggressionen sind selten und es gibt eine stabile Rangfolge. Entgegen der allgemeinen Ansicht, Elefanten seien in dieser Lebensphase Einzelgänger, zeigt sich die Heidelberger Gruppe sehr sozial. Eine schöne Bestätigung für den Zoo Heidelberg. Vor kurzem erschien der neue Zoo-Kalender mit 12 schönen Tiermotiven aus dem Zoo Heidelberg. Der Kalender entstand in Kooperation mit Sponsor City Druck Heidelberg und dem Verein der Tiergartenfreunde e.V. Jeden Monat gibt es darin beeindruckende Bilder aus dem Zoo Heidelberg zu bewundern, zum Beispiel die jungen Elefantenbullen Woi Nam und Tai Rüssel an Rüssel im Gespräch vertieft. Der Kalender hat das Format DIN A3 und ist für 9,95 € im Zooshop erhältlich. Der Erlös kommt den Tieren des Heidelberger Zoos zugute. Und das war das Neueste aus dem Zoo Heidelberg.